meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir ein paar Paprikaschiffchen. Die füllen wir innen drinnen mit einer Frischkäsecreme und umwickeln sie dann noch mit Bacon. Als allererstes brauchen wir Paprikaschoten in drei verschiedenen Farben: Rot, Grün und Gelb. Die Paprikaschoten schneiden wir uns jetzt einmal durch. Dann entfernen wir innen die Kerne. Und jetzt schneiden wir die Hälften noch einmal durch, so dass wir dann am Ende aus einer Paprika vier kleine Teile haben. Als nächstes nehmen wir jetzt eine Schüssel, in die geben wir jetzt Frischkäse, Creme fraiche, etwas Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer. Das Ganze verrühren wir jetzt. Damit haben wir jetzt die Creme fertig. Jetzt nehmt ihr ein Backblech, legt das mit Backpapier aus, nehmt eure Paprikaschoten, legt die auf das Backpapier drauf. Jetzt nehmt ihr eure Frischkäsecreme, gebt die in die Paprikaschiffchen rein. Als nächstes brauchen wir Bacon und den wickeln wir jetzt um die Paprikaschiffchen drumherum. Kommt immer darauf an, wie groß das Paprikastückchen ist. Entweder braucht ihr eine Scheibe oder ihr braucht zwei Scheiben von dem Bacon. Wickelt so viel Bacon drumherum, damit das Schiffchen richtig schön eingepackt ist. Dann backt ihr die Schiffchen bei 200 Grad ungefähr 30 Minuten. Und so sieht das Ganze jetzt fertig gebacken aus. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.